Wir stehen hier auf der Interforce 2014 am Stand der Firma Pfanzelt Maschinenbau. Herr Foderholzer, worauf führen Sie den Erfolg des jungen Unternehmens zurück? Ja, die Firma Pfanzelt wurde hier auf der Interforce für eine innovative Unternehmensführung mit der KWF Innovationsmedaille ausgezeichnet. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Unser Geschäftsführer, der Herr Pfanzelt, hat die Firma vor mittlerweile 23 Jahren gegründet und damals den Baustein für das heute große Unternehmen gelegt. Wir bilden heute mit einem sehr breiten Produktprogramm eigentlich die komplette Palette der Forstmaschinen von der kleinen Dreipunkt-Getriebeseilwinde bis hin zum großen Forst-Spezialschlepper ab. Unsere Firmenphilosophie liegt dabei auf einer Produktion in Deutschland, auf einer Herstellung in Deutschland und einer sehr, sehr hohen Fertigungstiefe. Der Herr Damm, zuständig für den Vertrieb im Westen von Deutschland bei der Firma Pfanzelt, stellt jetzt unterschiedliche Konzepte zum Thema Bodenschutz auf der Messe vor. Herr Damm, können Sie uns kurz die Innovation der Firma Pfanzelt, insbesondere zum Thema Bodenschutz, erläutern? Die Message der Firma Pfanzelt ist für die Interforst 2014 ganz klar der Bodenschutz. Wir präsentieren auf unserem Stand verschiedene Spezialmaschinen und Systemfahrzeuge, die in puncto Bodenschutz verändert worden sind. Wir haben hier vor uns eine Maschine, das ist der Felix 206 4WD, den wir hier mit Zwillingsbereifung zeigen. Das heißt, wir möchten hier die Aufstandsfläche des Fahrzeuges erhöhen für Moorgebiete, wo dementsprechend von den Aufgabenstellungen Räumungsarbeiten durchgeführt werden können. Unsere Sechsrad-Variante, der Felix 211 6WD, der wurde ausgestattet mit einem Streetrubber-System auf der Hinterachse. Das heißt also, hier haben wir eine bedeutend höhere Aufstandsfläche, können dieses Fahrzeug in dieser Form sowohl auf der Straße mit 40 km/h bewegen. Das heißt, wir kommen hier ohne Transportlogistik aus und haben dementsprechend für den Arbeitseinsatz diese Aufstandsfläche, die uns hilft, den Bodendruck zu verringern. Was ebenfalls sehr hilfreich für die Bodenschonung ist bei den Fahrzeugkonzepten, ist der Aufbau an sich. Dort, wo die Ballastierung stattfindet, also sprich Kurzholz oder Langholz, dort ist es also so vorgesehen bei der Sechsrad-Variante, dass wir die Klemmbank auf dem Achsboogie aufgebaut haben und den Rungenkorb auf dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist variabel im Radstand. Das heißt, wenn wir 6 Meter Abschnitte aufladen, dann wird es so organisiert, dass wir das Fahrzeug zwischen den Rädern hydraulisch verschieben und so bleibt dementsprechend auch dann das geladene Holz auf dem Fahrzeug und nicht hinter dem Fahrzeug. Zusätzlich haben wir eine neue Fahrzeugvariante hier vorgestellt, das ist der PM Forstrack. Bis heute kennen unsere Kunden nur den Systemschlepper PM Track. Der PM Forstrack zeichnet sich dadurch aus, dass wir das Fahrzeug auch wiederum hier von den Gewichtsverteilungen verändert haben. Das heißt, wir haben die Winde, die im Heckbereich immer aufgebaut war, in den Frontbereich reingesetzt. Das Fahrzeug wurde als komplette Komponente dargestellt, inklusive Kran- und Seilwinde und einer Breitbereifung, um auch wiederum hier die Bodenschonung besser darstellen zu können. Ein weiteres Highlight, was wir auf der Interforce präsentieren, ist unser 8-Rad-Tragschlepper. Dieses Fahrzeug setzt sich wiederum zusammen aus dem Systemschlepper PM-Track und unserem Rückewagen 1590. Dieses Fahrzeug wurde durch die KWF geprüft und als 8-Rad-Maschine freigegeben. Herr Damm, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen und der Firma Pfanzelt weiterhin viel Erfolg.